fährt, kann man auch mal die Hauptstraße nehmen. Statt der mühsameren Mountainbike-Route am anderen Ufer. Hier ist die Aussicht eigentlich schöner. Kettle hat heute einen ganz schönen Zahn drauf. Ich weiß gar nicht, wieso wir so rasen. Wir haben doch den Verkehr schon hinter uns. Wunderschöne Schlucht hier. Nebenfluss des Rio Cinca. Ich glaube, er heißt der Rio Cinquetta oder so. Ich sehe mal gar nichts. Ah. Tja, nach der angenehmen schattigen Teerstraße kommt der etwas brutale Uphill auf die Puerto de Sahagún. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Es ist heiß, es ist steil, ich habe kein Wasser mehr. Ich bin nur am Winseln heute. Außerdem hat Kettle irgendwie einen Speedfurz gefrühstückt oder so. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Nein, du darfst nicht schneller fahren als ich. Nein, nein. Sind wir bald da? Nein, sind wir nicht. Noch 450 von, was war es heute insgesamt? 1600. Warum schlafe ich denn so ab? Schiebe ich schon auf der Forstpiste. Temperaturen jenseits der eigenen Körpertemperatur sind nichts für mich. Und deine Luftfeuchtigkeit wie im Dampfbad. Und kein Wasser mehr. Naja. Ich höre ein Plätschern. Ist das die Rettung? Oder ist das nur ein verkackter? Das ist mir wurscht, ich trink's. Kuhscheiße. Ja. Diese Kühe müssen auch überall. Ah, geil. Erstes Wasser seit 1000 Höhenmetern. Manchmal sollte man doch ein bisschen mehr mitnehmen. Andererseits habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Insofern, alles passt. Kopf oder Gaumen, was wollen wir zuerst? Ah, ich habe einen Swimmingpool gebaut für dich. Warte, ich habe schon geholt aus der sicheren Leitung. Hau rein. Kalt. Das war zwar zum Trinken, aber hier ist genug von allem da. Dusche ist auch in Ordnung. Die Berge werden definitiv almiger und grüner. Sind wir noch 2000 Meter hoch, die Puerto Sahagún, aber kein Schottermonster mehr. Alles fahrbar. So, Schneckle schmeckt den Berg rauf. Heute finde ich es echt anstrengend. Kannst du mal die Heizung ausmachen? Ja. Na gut, ein paar Höhenmeter gehen noch. Ich bin auch schon da. Das ist gar nicht der Pass, Claudia. Nicht? Schade. Wo ist er denn? Da vorne. Da vorne unter uns. Unseren nächsten Alpencross machen wir mit sowas. Das ist doch geil. Und in den Pyrenäen darf man es auch. Hier gibt es ein Refugio, ich hatte keine Ahnung. Geil. Ich rieche schon ein Spezi. Eieiei, jetzt geht's los. Gracias. Dieses Geräusch ist Musik in meinen Ohren. Ja, jetzt aber. Prost, Sahagún. Ich glaube, ich bin jetzt das vierte Mal hier oben. Nochmal rate ich da nicht drauf. Kommentar zu Puerto Sahagún. Weit.
weit, heiß, anstrengend, aber irgendwie trotzdem ganz gut fahrbar. Ja, bei der da flutscht es heute. Bei mir nicht so. Aber ich bin auch oben. Puerto Sahun erstmal 80 auf Teer runter und dann finden wir hoffentlich einen Trail. Und stopp. Hier geht's rein. Kann man mit Schlauch überhaupt einen Trail fahren? Wo ist mein Tubeless? Ja, ich glaube, Puerto Sahun hier drüben ist ein Wiesen-Flow-Trail, das wird schon gehen. Ja. Und Action! Ich glaube, ich mache jetzt Action. Fühlt sich an, als ob wir bald da sind. Ja. Wehe, da unten ist nicht direkt eine Eisdiele. Es hat ungefähr 38 Grad im Schatten und 48 in der Sonne oder so. Ich glaube, Claudia, hier gibt es gar nichts. Aber immerhin, Trail bezwungen, ich will eine Faust. Eigentlich will ich ein Eis, aber ich nehme erstmal auch eine Faust. Oh Gott. Also, ich glaube, wir müssen morgen irgendwie einen Schwimmbadtag machen oder so. Die Temperaturen sind nicht mehr geeignet zum Mountainbiken. Für mich wenigstens nicht. Ich will. Können wir uns schon einen Radler leisten? Ich meine, rein höhenmetermäßig. Ich glaube, es ist nicht mehr weit nach Benasque. Dunklen Keller, voilà. Prost, ich trinke sofort. Tisch brauchen wir nicht. Viel Vergnügen, Claudia. Du siehst schon wieder raus. Das Tier wartet. Ah. Geil. Es läuft an mir. Ja. Du bist super. Danke. Was hast du? Was ist das Geiles? Benasque. Nach 1700 Höhenmetern. Bei 37 Grad im Schatten. Und 43 in der Sonne. Warum müssen wir eigentlich am mit Abstand heißesten Tag der Tour die längste Etappe fahren? Finish und Cut. Ich habe fertig. Ja, zweiter Tag in Benasque. Dritter Tag, zweiter Tag. Wir fahren nochmal zum Bikepark rauf. Kettle will auch mal probieren. Und dann hängst du es da an den Stangen da hin. Oh Gott. Oder ich häng's für dich hin. Ja, bitte. Ja.
Wuhu! Wir haben einen ganz schönen Zahn drauf. So, ich glaube, das reicht jetzt auch mit der Filmerei für den Bikepark. Wir fahren einfach. So, dann lass Schluss mit Bikepark. Jetzt fahren wir mal wieder selber auf den Berg. Da gibt es über Benasque eine Sierra Negra, die auf Fotos total geil ausschaut. Da muss ich einfach mal rauf heute Nachmittag. Leider ist die Piste vorbei. Aber die Spur durch die Wiese fährt sich auch noch ganz gut. Ein Weg ist es ja eigentlich nicht mehr. Aber es sind doch nur noch 200 Höhenmeter. So what? Hier bin ich erstmal oben. Uhu. L'Hospital de Benasque. Sehen wir ein großes Hotel hier im Talschluss. Wollen wir uns dieses Ding da mal anschauen? Falls das Gewitter doch noch kommt. Oben an dem Grat, wo wir rüber wollen, ist schon eingenebelt. Kann man da reingehen? Ja. Ah. Cabana. Landestern. Ja, mei. Für die Not? Doch. Naja. Also für die allergrößte Not, ja. Ja, du wirst dich noch freuen, wenn es blitzt und donnert. Klar. Ist sogar eine Matratze drin. Aber jetzt gehen wir erstmal zu einer Badegruppe, oder? Ja. Ja. Genau, hier runter und dort übers Flüssli. Sei kein Pfützenweichei-Mädchen, Claudia. Schwung durch die Pampe. Danke. Gib's zu, dass du gerne eins gewesen wärst. Ja. 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 Ich sehe schon eine Badegumpe da hinten. Die kennen wir schon vom Pyrix. Das Wasser hat ungefähr 4 Grad. Mhm. Pico Aneto. Kommt direkt von den Gletschern des Pico Aneto runter. Sehr gut. Tut man nicht alles für eine schöne Badegumpe. Geht eigentlich. Hab's mir schlimmer vorgestellt mit dem Gletscherwasser. Ja, aber jetzt möchte ich doch wieder raus. Cut. Kettle macht einen auf heißer Stein. Das ist unser Zeltplatz. Das wird unser Zeltplatz. Da baut mal wieder jemand seinen Sitz ins Zelt rein. Ja, super. Windschutz und Mückenschutz. Mückenschutz und Aussicht hast du auch noch, oder? Ja. Auf die Sunset-Berge. Ja. Mmh, gefällt mir. Sieht gemütlich aus. Total gemütlich. Bist du bereit für
622 Höhenmeter Schiebestrecke zur Puerto Picada. Ja. Ich nicht. Ja. Ich glaube, hier geht's links rauf. Puh, auf diesen schönen Berg. Juhu. So, 50 haben wir schon. Bleiben nur noch 570. Ach so. Und leider muss man dann mal oben ist auf dem Grat auch noch weiter schieben. Ich glaube, es wird die längste Schiebestrecke der Tour. Warum binden wir hier nicht das Fahrrad auf den Rücken und lassen es uns hochtragen? Aber es ist eine trainierte Tragekuh, das sieht man doch. Du, willst du? Komm, komm. Da. Blöde Kuh. Schieben oder tragen? Ich schieb lieber. Schön ist schon. Schön anstrengend. So, Pyrex geradeaus. Pyro Olympics rechts. Wir fangen ja kein Pyrex. Der Pyrex war vor 6 Jahren. Pyro Olympics klingt besser. Puerto Picada statt Puerto Benasque. Ich hätte trotzdem erstmal gerne ein Bocadillo, bitte. Ja. Die wiegen nämlich ungefähr ein halbes Kilo pro Stück. Ich weiß nicht, was die da gestern reingepackt hat. Sind im Bauch viel besser aufgehoben als am Rücken. Ja. Der Maladeta-Gletscher. Was? Da ist ein Gletscher. Ein bisschen kümmerlich. Dieser Flachstein wird der Zweitfrühstücksplatz. Und tschüss. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Sind das beides die gleichen oder ist da... Nehmen wir erstmal einen. Den kann ich gar nicht heben. Schweinswürstel, Schnitzel, was haben wir drauf? Schweinswürstel. Nicht schlecht. Mhm. Bisschen deftig für die Uhrzeit, aber. Das ist halt das Land der Bocadillos. Sieht doch lecker aus zum Frühstück. Ich glaube, ein Vegetarier brauchst du hier nicht sein auf der Tour. 350 Meter tiefer. Da unten auf der Weide haben wir gezeltet. Und jetzt führt da gerade der 100 Kilometer Benasque Berglauf durch. Die sind alle total wahnsinnig. Oder sollen wir uns mal anmelden, Claudia? Es sind nur 100 Kilometer. Die schnellsten sind in 10 Stunden durch oder so. Mhm. Ich glaube mit 5000 Höhenmetern. Ich glaube, ich bräuchte 24 Stunden also. Ich glaube, ich würde überhaupt nicht ankommen ohne Fahrrad. Auf wie auf dem Berg. Puerta de la Picada. Auf eine Faust. Boah, die Aussicht. Oh, oh. Das war's erstmal mit der Abfahrt. Jetzt gehen wir hier über diesen Grat nach Frankreich rüber. Das ist ein sehr schnuckliger Grat, aber geht auch irgendwann mal runter. Ich hoffe doch. Ich glaube, es ist nicht mehr allzu weit. So, da la, kurzer Zwischenanstieg auf die Crête de Carbide und dann geht's hoffentlich mal ein bisschen bergab. Das
geht wieder runter. Da ist der Sturm her. Vom Agneto da drüben. Hinten ist der Pico Agneto, höchster Berg der Pyrenäen, 3400, schieß mich tot. Auf der letzten Tour wären wir fast oben gewesen. Aber dann war der Gletscher mit Radlschuhen und ohne alles andere doch ein wenig zu schwierig. Der höchste Punkt auf der Crête de la Carbide. Wo ist denn jetzt bitte der fucking Flow endlich? Da, oder? Wo? Hier könnte er sein, der Flow. Machen wir das jetzt bei jeder Pause? Nein, nur bei längeren, wenn du schon das Zelt auspackst zum Trocknen. Ach so, ja. Ja, warum nicht? Wo? Ich nehme das Moos. Gut. Wir haben eine schöne Aussicht in die vernebelten französischen Pyrenäen. Schadenfreude ist die schönste Freude. Ich weiß nicht, das mit dem Stuhl sieht irgendwie... Das ist so viel Komfort. Das ist unglaublich. Aber ich sitze auch ganz bequem. Ja. Na gut, so bequem vielleicht nicht. Wird es ein bisschen steil. Mhm. Das gefällt mir. Ein Kommentar. Spezi gefällig. Ja, okay. Na dann. Prost. Wuhu. Super. Das ist doch eine Ankunft. Angekommen in Gelha. Yay! Bekommen wir eine Faust für die Porta Bonaigua. Falsch an. 100 Höhenmeter mit dem Bus und 11 Höhenmeter mit dem Fahrrad. Ich sage, es fühlt sich falsch an. Porta Bonaigua nach Esteri Aneu. Skipisten-Experiment Nummer 2. Ich habe es vor vielen Jahren schon mal was probiert hier und das war nicht so toll. Jetzt schauen wir, ob es heute besser klappt. Hiha. Thank you.
Wie sich's für einen Nationalpark gehört, ist hier gleich mal ein Wasserfall zum Angucken. Auf der Straße bleiben können. Schon mal mehr Flow gehabt. Was für ein Geholper. Aber ein schöner Mittagstisch. Mhm. Und vor allem die Aussicht dahinter. Ja, das ist das Allerbeste. Und der See und alles. Und ja, genau. Hau rein. Es wird hinter jeder Ecke noch schöner. Keine Leute im Val Ferrera. Ist ja auch irgendwie eine Sackgasse. Nur Mountainbiker kommen weiter. Das war doch ein schöner, gemütlicher Nachmittagshitzen, ja. 35 Grad Uphill. Ein bisschen Hitzeschlacht schon. Kein Furz Schatten hier. Aber das ist auch gut so. Denn hier sind keine Bäume, die einem die Aussicht verderben. Wer braucht schon Schatten? Tja, so geht der heiße Nachmittag auch rum, oder? Ich muss heute nirgendwo mehr hin. Wir können gleich direkt neben dem Pool campen. Die allabendliche Suche nach einem Zeltplatz. Oh mein. Ist jetzt kein ausgesprochenes Panoramacamp, aber hier haben wir unsere Ruhe. Kühl- und windgeschützt, ja. Wir könnten hier auf dem Brückli schlafen. Mhm. Oder hier ist es eben. Ja. Ich glaube, hier ist es gleich ganz nett. Ja, gut. Wunderbar. Dann bleiben wir hier. Aber wir dürfen nicht schwimmen. Ja. Wir dürfen nicht mal gehen. Zelten ist allerdings nicht verboten, also Tag beendet. Dauernd rührst, brennt sofort ab. Claudia, es ist angerichtet. Ich will ja nichts sagen, aber da hinten hat es gerade geblitzt. Boah. Du hast gesagt, es regnet heute Nacht. Regenwahrscheinlichkeit 0%. Wir können das Zelt hier nicht aufstellen, es funktioniert. Naja, dann wären wir halt nass. Wird schon nicht so schlimm werden. Egal, morgen ist heiß und es wird alles wieder trocken. Genau, gute Nacht. Mal die schönen Blumen hier gesehen. Was? Wo? Nein, das sind doch nur Gelblinge. Mmh.
Das ist eine Ultraleitwurst. Was ist denn bitte eine Ultraleitwurst? Das ist eine Wurst, die jetzt noch 200 Gramm wiegt, aber in 10 Minuten wiegt sie einfach nichts mehr. Hm? Hm? Ja, bitte. Hm. Was für eine geile Schlucht da hinten. Jetzt fahren wir nach Plan hinter und schauen, ob es da einen Kaffee gibt. Mhm. Plan ist übrigens ein Ort. Aber es war auch der Plan. Wenn es da keinen Kaffee gibt, sehe ich ein bisschen alt aus. Dann koche ich mir meinen eigenen. Mag ich aber nicht. Sind wir bald da. Machst du jetzt so einen Grasengel? Der Trail ist fies. Der richtig tolle S0-Flow-Stücke und dann kommt hier wieder so ein S3-Dschungelmassaker. Ich glaube, Kettle will auch in die Eisdiele. Flow. Hast du keinen Flow gerade? Ja. Aber es ist doch nur S3-Dschungelmassaker. Ich liege hier noch ein bisschen und gucke in die Bäume. Kannst du das eigentlich nur... wie ein Fisch auf dem Trocknen.